Und wir schalten jetzt nach Tel Aviv. Luc Walpott ist uns zugeschaltet. Luc, die israelische Regierung spricht ja nicht von einer Bodenoffensive. Trotzdem sind Bodentruppen nach Gaza vorgerückt. Der Militärsprecher Daniel Hagari, wir haben ihn eben gehört, will aus Gründen nicht sagen, wo sich diese Truppen genau befinden. Welche Informationen haben Sie denn zum Zeitpunkt? Auch nur sehr bruchstückhafte, denn es gibt natürlich ganz klar eine Militärzensur. Das heißt, wir erfahren auch nur das, was das israelische Militär uns mitteilen möchte. Und von der anderen Seite, von Hamas, muss man noch vorsichtiger sein. Da wird ohnehin in den letzten Tagen nur von heftigen Gefechten gesprochen. Also das wird bestätigt, dass dort heftige Kämpfe stattfinden. Aber wir sehen das zum Teil aus den Bildern, die der israelische Generalstab freigibt, dass es offenbar sowohl am Strand, also westlich der Gaza-Stadt, als auch an den Grenzen, heißt nördlich und östlich von Gaza-Stadt, Bodentruppen gibt, die dort einfiltern. Ob die abends wieder rausgehen aus dem Gebiet oder ob dort schon militärische Brückenköpfe errichtet wurden, das wissen wir nicht. Wie reagieren denn die Menschen in Israel auf das Einläuten dieser zweiten Phase? Der Präsident Benjamin Netanyahu hat ja seine Bevölkerung auf einen langen, harten Krieg vorbereitet. Es gibt Unterstützung durchaus bei Teilen der Gesellschaft hier, die der Ansicht sind, man muss das Problem jetzt schnell militärisch anpacken. Das heißt, man muss militärisch vorrücken in den Gazastreifen, um Hamas die Möglichkeit zu nehmen, solche Anschläge nochmal zu verüben. Aber dann gibt es auch große Teile hier in der Gesellschaft, und dazu gehören vor allem die Familien der Geiseln und die Angehörigen, die sagen, nein, das ist der falsche Weg. Wir müssen erst die Geiseln rausholen, und die machen also mächtig Druck auch auf Regierung und Streitkräfte, weil sie jetzt befürchten müssen, dass das Leben dieser Geiseln, wenn es jetzt zum Häuserkampf und zum Vorrücken der israelischen Armee kommt, dass das dann gefährdet sein könnte. Das Leben der Geiseln könnte gefährdet sein. Besteht denn auch theoretisch die Chance, dass Geiseln noch befreit werden könnten durch israelisches Militär? Die Geiseln sind, das muss man ganz klar sagen, eine psychologische und natürlich auch eine menschliche Waffe in der Hand der Terrorgruppe Hamas. Es gibt gerade ein Video, das die Hamas veröffentlicht, von mehreren Geiseln, die darin bitten, und zwar direkt an Regierungschef Netanyahu gewendet, die Bodenoffensive nicht zu starten, sondern einen Gefangenenaustausch zuzustimmen. Konkret möchte Hamas mehr als 5000 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen austauschen gegen einen Großteil der Geiseln, wie es heißt, auch nicht gegen alle. Aber da wird hier zumindest in Sicherheitskreisen und bei der Armee doch darauf verwiesen, dass das möglicherweise nur eine sehr bittere, eine sehr zynische, psychologische Kriegsführung der Hamas ist. Jedenfalls hat das bislang keine Auswirkungen auf das Vorrücken der Armee gehabt. Die geht weiter nach Plan vor. Eine weitere Nachricht wurde heute auch von der Bundesregierung bestätigt. Eine deutsche Geisel, Shani Luk, ist verstorben. Das haben wir in dieser Sendung auch schon erwähnt. Welche Informationen haben Sie in Tel Aviv denn über den Stand der Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen? Da heißt es ja von israelischer Seite, es soll vorangehen. Also wir wissen auch aus katarischen Quellen und auch aus Washington, aus amerikanischen Quellen, dass immer noch sehr intensiv verhandelt wird, insbesondere mit der ägyptischen Regierung, wie viel, in welchem Umfang und welche Art Hilfslieferungen über den ägyptisch-palästinensischen Übergang in Rafah hereinkommen. Das soll ausgeweitet werden, haben die israelischen Behörden gesagt. Aber es bleibt dabei, es geht nur um Medikamente, Lebensmittel und Wasser, nicht um Treibstoff. Und da sagen die Hilfsorganisationen, insbesondere die Krankenhäuser in Gaza bräuchten dringend Treibstoff, um die Generatoren zu betreiben und damit Strom zu haben für dringend notwendige Geräte, um die Versorgung der Verletzten sicherzustellen. Aber da bleibt Israel offenbar hart. Also es könnte mehr Hilfe kommen in den kommenden Tagen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber kein Treibstoff. Israel erklärt, das Ziel ist ja die Vernichtung der Hamas. Welche Optionen hat Israel denn da eigentlich? Wie soll das gelingen? Es gibt Kommentatoren hier in Israel, die sagen, es gibt nur schlechte Optionen. Es ist ja offensichtlich, dass Israel im ersten Schockzustand nach diesen
unglaublichen Terrorüberfällen vom 7. Oktober sich dazu verpflichtet hat, die Hamas militärisch auszulöschen, wie das hieß in den ersten Tagen nach den Terrorattacken. Das heißt, man will militärisch so weit wie möglich gegen die Hamas vorgehen. Das, was das heißt, im Einzelnen sehen wir in den letzten Tagen, das ist ein extrem möglicherweise langwieriger, sehr blutiger, mit vielen auch zivilen Opfern verbundener Kampf in einer Stadt wie Gaza zum Beispiel. Aber es gibt immer noch keinen Plan, was kommt danach. Die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation. Die Hamas ist eine Ideologie, die in Gaza seit mehr als 20 Jahren praktisch am Ruder ist und dort auch zum Beispiel über die Schulen und die Moscheen eine ganze Generation junger Männer und Nachwuchskräfte requiriert hat. Das heißt, selbst wenn man militärisch es schaffen sollte, die Hamas zu schwächen, ist immer noch die Frage, politisch wird das nicht so einfach sein. Und was kommt dann? Bleibt Israel in Gaza, wird den Streifen wieder besetzen oder welche Art Zivilverwaltung wird dann installiert? Diesen Plan B, den haben wir bislang noch nicht gesehen von der israelischen Regierung. Luc Walpott, vielen Dank für Ihre Einschätzungen aktuell und live hier bei Phoenix. Vielen Dank nach Tel Aviv.